Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und das Vermächtnis von Astland. Der letzte Part war wieder höchst erfolgreich. Nee, nicht wirklich eigentlich. Denn wir haben wieder einmal einen ganzen Part für einen Blumengarten gebraucht, und zwar für den 9. Und das war wieder sehr anstrengend. Ich habe sogar am Ende dann im Internet nachschauen müssen, weil ich es nicht habe lösen können von selber. Also, es gab schon erfolgreichere Parts als den letzten, sag ich mal. Auf jeden Fall, in dem will ich wieder ein paar weitere Rätsel noch nachholen, die wir noch hier verpasst haben oder halt damals noch gar nicht bekommen konnten. In Alsumia und dann auch noch in Hoogland eines nachholen, das ihr mir schon geschrieben habt. Und, ah, da ist ein neuer Typ, Hallöchen. Außerdem möchte ich, mehr möchte ich eigentlich gar nicht mehr machen, um ehrlich zu sein. Und danach eben, wenn wir das geschafft haben, möchte ich dann endlich mit Aurora reden, dass es dann wirklich mit der Story weitergehen kann. Also im nächsten oder spätestens im übernächsten Part wird es dann wahrscheinlich mit der Story weitergehen. Ah genau, doch eine Sache würde ich auch noch machen, und zwar die 9. Walnussbahn will ich auch noch vorher machen. Und dann geht es aber wirklich weiter mit der Story. Also jetzt kam wirklich viel Nebenquest-Gedöns, aber bald geht es weiter mit der Story und ich freue mich da wirklich schon riesig drauf. So, erstmal Eule. Achso, einfach nur, genau, es war einfach nur ein Sweetpass-Objekt, richtig. So, ich glaube, mit dem Typ haben wir noch gar nicht geredet, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist halt auch ein Erwachsener. Ich glaube, den haben wir auf dem Endbild gesehen dann von Alsum. Ja, aber ich glaube, mit dem haben wir noch gar nicht geredet irgendwie. Deswegen tun wir das jetzt. Und er hat auch ein Rätsel. Yay! Hey, wer seid ihr? Lauft hier rum, als ob der Wald euch gehören würde. Oder haben wir mit dem Bock geredet? Doch, haben wir doch sogar, oder? Ah, ich weiß gar nicht mehr. Ist auch egal. Wir wollten nur schnell durch. Ha, papalapap, das Spielchen kenne ich. Ihr seid auf der Jagd. Wisst ihr, was den letzten Jägern passiert ist, denen Baba begegnet ist? Ratet mal. Jäger, aber wir sind gar nicht darauf aus, in der Wildnis zu jagen. Er denkt sicherlich, dass wir hinter Vögeln her sind, Aurora. Ich habe darüber etwas in der Wunderwelt weit gelesen. Ah. Wie, ihr nehmt sogar kleine Kinder mit auf die Jagd, ihr unzivilisiertes Pack. Ich bin nicht mehr klein und Aurora ist schon Millionen Jahre alt, mindestens. Darum geht es auch gar nicht. Ich werde euch ein letztes Mal einbläuen, welche Vorschriften hier zu befolgen sind. Aber glauben Sie uns doch, wir sind keine Jäger. Schauen Sie doch mal, trägt jemand von uns Waffen? Fragen Sie doch Umid oder Ari, die können bestimmt... Sie kennen meinen Sohn, woher kennen Sie meinen Sohn? Haben Sie ihn bedroht? Besser, Sie lösen dieses Rätsel so schnell wie möglich. Wenn nicht, werfe ich Sie unverzüglich aus meinem Wald. Ja, was für eine Drohung, erstmal das Rätsel. Das ist so witzig immer wieder, ich könnte mich immer wieder kaputt lachen. So, Rätsel 112, 40 Pikarat, Spitzenmatte. Oh, Matte, cool, ich freue mich. Ah, okay, so eine Matte-Pyramide. Okay, freue ich mich. Ein König hat bestimmt, dass in seinem Reich eine Pyramide errichtet wird. Da erst zwei Steinblöcke gelegt wurden, wird es Zeit. Eine wichtige Regel gilt es aber zu befolgen. Die Differenz zwischen den Zahlen zweier nebeneinander liegender Blöcke muss identisch sein mit der Zahl des Blockes darüber. Ah, die Differenz. Okay, das ist also eine umgekehrte quasi. Das ist interessant. Wenn zum Beispiel die Blöcke 10 und 1 nebeneinander legen, müsste darüber Block Nummer 9 gesetzt werden. Setz die Blöcke an die richtige Stelle und bau die Pyramide des Königs zu Ende. Das ist sehr interessant. Also solche Mathe-Pyramiden hier, die kennt man auch wirklich. Das sind berühmt-berüchtigte Aufgaben, auch aus der Schule zum Beispiel. Aber eigentlich macht man das eher mit Summen und nicht mit Differenzen. Das ist auch sehr interessant. Das heißt also, ah, das ist sogar sehr interessant. Das heißt, dass auf jeden Fall unten... Also ich werde erstmal ein bisschen rumprobieren. Aber ich habe trotzdem schon eine Idee. Wenn ich zum Beispiel hier eine 9 hinsetze, wäre das sehr schlecht. Dann hätte ich nämlich hier eine 1. Und, obwohl, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Achso, das wäre gar nicht mal so schlimm tatsächlich. Weil wenn ich zum Beispiel hier daneben eine 8 hinmache, habe ich hier wieder eine 7. Das würde sogar gehen. Das ist sogar tatsächlich sehr interessant, das Prinzip. Okay, das gefällt mir. Das ist cool. Das ist eine coole Idee. Ich werde jetzt mal das so zu Ende, aber jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht, weil hier die 8 geht schon nicht mehr. Weil hier daneben müsste ich eine 4 legen, um auf die 4 dazu kommen. Das geht aber nicht mehr. Vielleicht ist es klüger, die Pyramide von oben nach unten zu bauen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, ich kann die sogar hier verteilen, okay. Vielleicht ist es besser, die Pyramide von oben nach unten zu bauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das klüger ist. Das Problem ist auch, dass ich nämlich schon viele Möglichkeiten habe. Also wenn ich zum Beispiel hier sowas mache, kann ich da oben eine 3 hinschreiben. Eine 2 geht aber nicht tatsächlich, also so zumindest. Eine 2 geht aber trotzdem oben, wenn ich nämlich hier eine 6 daneben packe. Ja, das ist tricky, weil da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Eine 1 würde oben auch hingehen mit dem nämlich. Oder halt so, das würde auch klappen tatsächlich. Und so habe ich dann noch eine 3 und eine 4 geht aber nicht oben. Oder eine 5 geht oben sogar auch. Also ich habe dann doch tatsächlich noch sehr viele Möglichkeiten, wie ich das lösen kann. Deswegen soll ich mir vielleicht doch was anderes überlegen. Also was ich eigentlich vorhin schon machen wollte, ist, dass ich hier unten abwechselnd große und kleine Zahlen hinpacke. Also, halt. Also, hier, wo ist die 9? Hier so. Irgendwie, dann habe ich... das ist jetzt aber schon ein Fehler. Jetzt habe ich nämlich schon... Das ist sogar ziemlich schlecht eigentlich, weil das... Ha. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Ich habe gedacht, dass es ein bisschen...
ein bisschen ersichtlicher wäre, aber es gibt hier doch sehr viele Möglichkeiten, wie man das angehen kann. Das ist sehr interessant, das mit Differenzen zu machen, nicht mit Summen. Mit Summen ist es sehr viel einfacher, da drauf zu kommen, finde ich, aber mit Differenzen so gar nicht, weil das Problem ist halt, bei Summen ist halt die Reihenfolge auch egal, ob ich jetzt 2 plus 3 mache oder 3 plus 2 ist dasselbe, aber bei Differenzen ist es nicht, egal, da kommt nämlich ansonsten eine negative Zahl raus. Das heißt, ich nehme auf jeden Fall immer die größere minus die kleinere. Und deswegen habe ich dann allein deswegen schon quasi die doppelte Anzahl an Möglichkeiten, was das Ganze sehr viel schwieriger macht. Das ist tatsächlich sehr interessant. Also ich darf auch niemals eine 4 als Summe bekommen, weil die 4 ist ja auch schon weg. 10 als Differenz meine ich. 10 als Differenz kann ich eh gar nicht bekommen. Also das Problem ist, ich muss hier fast ein bisschen rumprobieren. Weil ansonsten habe ich nämlich gar keine wirklich gute Idee. Vielleicht soll ich erstmal hier anfangen. Ich mache mal hier so. Also ich teste mal jetzt hier neben der 10 alles aus, was so klappen könnte. Wenn ich hier eine 7 hinmache, muss hier eine 3 hin. Und deswegen müsste hier eine 7 hin, was schon gar nicht mehr geht. Das ist also schon mal falsch. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee, wenn ich hier mit neben der 10 anfange. Weil ich nämlich da dann einige Möglichkeiten schon ausschließen kann. Wenn ich hier eine 1 hinpacke, ich zähle es erstmal hoch von 1 bis was weiß ich. Wenn ich hier eine 1 hinpacke, muss hier eine 9 hin. Und hier eine 5 hin. Und um das zu schaffen, muss nach links unten eine 6 hin. Na halt. So. Nein, jetzt mach halt. So, genau. So, kriege ich jetzt den Rest noch irgendwie hin? Die Differenz aus 2 und 7? Ja, kriege ich hin. So nämlich. Okay. Müsste, glaube ich, passen. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz an. 6 minus 1 ergibt 5. 1 minus 10 ergibt 9, also andersrum. Ich sage es immer vielleicht auch falsch, ist mir egal. 10 minus 8 ist 2. 5 minus 9 ist 4. 9 minus 2 ist 7. Und 4 minus 7 ist 3. Jupp. Das passt, glaube ich, alles. Wenn ich mir jetzt nicht ganz doof verrechnet habe. Und deswegen, wegen, nehme ich das auch. Und jetzt alle mal aufgepasst. Yay, aber das war echt eine sehr, sehr coole Aufgabe, muss ich sagen. Los, das nächste. Also ich mag ja allgemein Mathe-Aufgaben sehr gerne, weil ich studiere auch gerade Mathe. Wie vielleicht manche von euch wissen, manche nicht. Und deswegen, da freue ich mich eigentlich immer drüber. Und das war echt ein sehr interessantes Prinzip, das mit Differenzen zu machen. Das habe ich nämlich noch nie gesehen so. Hat mir echt gefallen. Richtig, der Bau der Pyramide wurde erfolgreich zu Ende geführt. Hoffentlich weiß der König deine Mühe zu schätzen. Ja, hoffentlich wirklich, weil das war echt nicht einfach, muss ich zugeben. Das war wirklich nicht einfach. Und, oh Gott, Kreisbahnkastell. Ja, es ist wirklich so, dass man, das habe ich mir eigentlich auch schon gedacht, dass man vor dem Beginn des nächsten Kapitels alle Blumengärten und auch alle Walnussbahn-Dinger machen kann. Aber den 10. Walnussbahn und 10. Blumengarten werden wir dann erst später machen. Nicht mehr vor dem Kapitel jetzt, bevor wir mit Aurora sprechen werden. Den 9. aber schon noch, habe ich ja schon gesagt. Wie bitte? Ihr habt es gelöst? Also seid ihr in Wirklichkeit gar keine Jäger? Ja, wenn man ein Rätsel löst, ist man automatisch kein Jäger, natürlich. Na, hoffentlich war ihre Aufregung nicht gespielt, um uns dazu bekommen, für sie ein Rätsel zu lösen. Aber natürlich, ach so, aber natürlich nicht, würden sie mir so etwas wirklich zutrauen? Ach, deswegen. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihrem Sohn imponieren wollen, weil sie die Antwort zu allen noch so schwierigen Rätseln wissen. Ich bin doch auch ein imposanter Vater, oder etwa nicht? Und es stimmt, sein Gesicht leuchtet jedes Mal aufs Neue, wenn sein Vater eins dieser unglaublich schwierigen Rätsel löst. Ich bin so toll. Ich kann mir vorstellen, dass ihr Sohn wirklich stolz auf seinen Vater ist. Hä? Ha, ich habe euren Trick durchschaut. Ich weiß jetzt, hinter was ihr her seid, ihr gerissenen Jäger. Jetzt verstehe ich hier aber gar nichts mehr. Ich auch nicht, Luke. Luke, so kann ein Mann reagieren, dessen Stolz verletzt wurde. Überhaupt nichts dergleichen, aber wie dem auch sei. Wenn ihr keine Jäger seid, gibt es für euch auch keinen Grund, hier zu sein. Ja, lass mich einfach in Ruhe. Ich habe dein Rätsel gelöst. Das Rätsel war auch echt cool, aber ansonsten möchte ich mit dir nicht viel zu tun haben, bitte. Immerhin haben wir nun Gewissheit, dass die Vögel als Somnias in aller Ruhe schlafen können. Es wird keine Wilderer mehr geben, solange dieser Mann hier Wache hält. Solange Babak hier Kontrollgänge macht, wohl kaum. Niemand wird den Wald unbemerkt betreten können. Ja, das stimmt allerdings. So, wir dürfen aber hoffentlich schon durch, weil ich will auch noch nach hinten gehen. Weil da ja vielleicht auch was ist. Da dürfte ja noch hier der eine, nicht Rabe, der eine hier, auch Phönix halt, stehen oder so. Der eine Vogel halt, sagen wir es einfach so, genau. Es sieht eigentlich eher aus wie ein Geier. Und vielleicht hat ja, steht sonst noch irgendwer? Nein. Vielleicht hat der noch ein Rätsel für uns. Ich meine, das ist nicht unwahrscheinlich. Ich meine, Tiere können Rätsel haben. Das haben wir schon des Öfteren gesehen in den Layton-Spielen. Und hast du eins? Ja, seht ihr? Er hat ein Rätsel. Krähe, krächz, krähe. Oh nein, du hängst bei einem Rätsel fest. Ich wusste gar nicht, dass Vögel Rätsel lösen. Ist es nicht verrückt, Professor? Krächz, krähe, krächz. Ja, es ist verrückt, Luke. Aber so ist es nun mal. Gut. Und zwar,
Rätsel Nummer 101, 40 Pikarat, Fesselbalance. Okay, sieht sehr interessant aus. Nach dem Abheben ist der Korb dieses Ballons aus dem Gleichgewicht geraten und er kommt immer wieder vom Kurs ab. Wenn die Punkte A, B, C und D jeweils dasselbe Gewicht tragen, ist das Gleichgewicht wiederhergestellt. Das Gewicht auf jedem Punkt setzt sich aus dem jeweiligen Gewicht der Säcke, um ihn herum zu sammeln, das in Kilogramm auf den Säcken notiert ist. Bewege die hellen Säcke und stell das Gleichgewicht des Korbs wieder her. Die um ihn herum... Ja, okay, hab ich verstanden. Verschiebe mit Hilfe des Touchpads die Sandsäcke. Schiebst du einen Sandsack auf einen anderen, tauschen sie ihre Position. Okay. Also auch wieder so ein bisschen rechnen und ein bisschen rumprobieren auch wieder hier. Ist gefragt. Ja, okay. Warum ist die 3... Okay, die 3 und die 9 darf ich nicht vertauschen. Die sind fest. Entschuldigung. Die sind fest. Okay. So. Es wird auf jeden Fall ganz wichtig sein, was ich in die Mitte packe. Also ich werde... Ich meine... Das sind ja eins, das sind ja alle Ziffern, ne? Also außer die 0, genau. Also eine 5 in die Mitte wäre eigentlich vielleicht keine verkehrte Idee. Weil halt die 5 genau in die Mitte ist. So irgendwie vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es wäre keine schlechte Idee. Das Problem ist auch, ich kann mir hier nicht wirklich ausrechnen. Also ich kann natürlich die Gesamtzahl ausrechnen von denen allen, das ist 45. Und ich kann es dann durch 4 teilen, aber das geht schon nicht auf. Weil das Problem ist eben, dass einige Säcke doppelt oder sogar vierfach genutzt werden von den Halterungen. Und deswegen, wenn ich mir da jetzt das ausrechne, dann durch 4 teile und dann irgendwie weiß, wie viele zum A rum sein müssen, wie viel Gewicht und wie viel um B und wie viel um D und wie viel um C, das klappt nicht wirklich, weil ich nicht weiß, wie viele Säcke doppelt vorkommen werden, wie viele nur einzeln vorkommen werden. Das ist halt das Problem. Also hier an den Rändern sind die Einzelnen. Vielleicht will ich an die Einzelnen... Ja, eigentlich will ich... das wird schwierig, glaube ich. Also ich glaube, hier werde ich ein bisschen sitzen an dem Rätsel. Ich versuche mal das so ein bisschen... Ich weiß, symmetrisch zu machen, das war eigentlich auch schlecht. Weil die 3 und die 9 sind ja auch schon nicht symmetrisch. So, weil die 3 ist ja 2 weniger als 5. Und die 9 ist aber 4 mehr als 5. Deswegen, das passt eh schon nicht. Ich mache mal aber trotzdem hier einfach eine 2 und hier einfach mal eine 7 hin. In die Ecken. So irgendwie. So, jetzt habe ich aber bei C ein bisschen weniger. Was passt schon? Also mit denen hier, mit denen da will ich jetzt noch ein bisschen rumspielen, ob ich da jetzt noch irgendwas hinkriege. Mal schauen. So. Also bei B habe ich zum Beispiel schon 14 und bei C habe ich jetzt erst 8, wenn ich das mal so mache. Deswegen C braucht auf jeden Fall viel noch. Und D hat aber schon 5 und 7, also D braucht nicht mehr so viel, aber A braucht auch noch viel. Deswegen auf jeden Fall hier ist ganz wichtig, dass ich eine hohe Zahl hinpacke, nämlich eine 8 zum Beispiel. So, wenn ich hier die 8 hinpacke, dann hat C jetzt schon 15. Insgesamt, weil... plötzlich 16 hat C schon. Weil die 4 da unten will ich ja noch verschieben. Also 4, 1 und 6 will ich noch ein bisschen verschieben. Ob ich da noch irgendwas hinbekomme. Also C hat schon 16 ohne die. Und kann ich eigentlich hier nach draußen abpacken? Nee, weil das stört ein bisschen irgendwie. Und B hat ohne die 6 und die 4 schon 14. Also B sollte eine 1 bekommen und D sollte auch eine 1 bekommen. Deswegen, ich packe mal die 1 hier hin. So, wenn ich jetzt noch die 4 und die 6 vertausche. Vielleicht, oder so lasse. Wie viel habe ich denn jetzt bei C? Bei C habe ich 22. Bei D habe ich 19. Schlecht. Bei B habe ich auch 19, interessanterweise. Und bei A habe ich auch 19. Aha, okay. Das heißt, also ich habe 19, 19, 19, 23 jetzt als Zahlen, ne? Habe ich ausgerechnet. Ah ne, 22. 19, 19, 19, 22. Ja, ist aber eher eklig auch, irgendwie. Ich müsste von D, also ich muss D ein bisschen kleiner machen, aber alle anderen ein bisschen größer. Wenn ich doch links oben die 1 packe, hier so. Was habe ich, jetzt habe ich bei C 20, bei D habe ich 18, bei B habe ich 22 und bei A habe ich auch 20. Also A und C habe ich 20. Das ist ja schon mal nicht schlecht eigentlich. Aber bei B habe... Was habe ich jetzt bei B gehabt? 22 und bei D auch 2. Nee, bei D habe ich... Bei D habe ich 18. Bei den anderen... Das heißt, wenn ich... Wenn ich... Das Problem ist aber, dass B ja festgeschrieben ist mit der 9. Bei B kann ich ja da gar nicht mehr so viel herumspielen. Also ich muss B kleiner machen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier sowas mache, dann mache ich ja auch A kleiner. Das heißt, ich muss A wiederum größer machen.
Boah, Mann, ist doch doof. Ja, vielleicht soll ich auch die 1 doch zu B in die Nähe packen mehr, weil B eh schon auch die 9 hat. Ich glaube, das ist auch keine verkehrte Idee, wenn ich es so mache. Ja, das Problem ist, dass es viel rumprobieren ist, leider, das Rätsel. Weil ich da keinen wirklich guten Plan habe, leider. Ich werde sogar vielleicht bald einen Tipp benutzen müssen, weil ich da jetzt nicht so schnell drauf komme, leider. Was habe ich denn jetzt? Bei C habe ich jetzt 22, das ist schon wieder ziemlich viel. Bei D habe ich 21, glaube ich. Nee, ja doch 21. Ich kann mich auch die ganze Zeit verrechnen, keine Ahnung. Bei A habe ich 18 und bei B habe ich 17. Also oben habe ich noch ein bisschen zu wenig. Ja, keine Ahnung. Das könnte ja auch alles komplett falsch sein. Das ist das Problem. Ich meine, es kann natürlich sein, ich bin natürlich ausgegangen davon, dass die 5 in der Mitte ist. Aber es kann natürlich auch schon falsch sein. Ich weiß es ja nicht. Es kann auch sein, dass, keine Ahnung, irgendwas anderes halt in der Mitte ist. Aber ich meine, die 5 würde schon irgendwie... Oder? Ich weiß nicht genau, ob die 5 da überhaupt Sinn macht. Ich meine, eigentlich ist es sogar... Was weiß denn ich? Ich habe keine Ahnung, was in der Mitte am meisten Sinn machen würde. Muss ich zugeben. Ja, ich glaube, ich brauche hier einen Tipp. Weil ich hier zu lange brauche. Weil es gibt einfach viel zu viele Möglichkeiten, wie ich das hier verschieben könnte. Und bis ich jetzt mal die richtige Lösung gefunden habe... Ne, ich nehme einen Tipp. Also ich schau mal, ich werde jetzt nicht gleich den S-Tipp nehmen oder so. Ich nehme mal so viele, wie ich brauche. Der Sandsack in der Mitte des Korbs wird von den Punkten A bis D mitgetragen. Anders gesagt wird sein Gewicht zu jedem der 4 Punkte hinzugezählt. Ja, das weiß ich, Spiel. Aber es ist trotzdem nicht so klar, dass da eine 5 jetzt hinkommt oder so. Finde ich nicht. Ich meine, es kann auch da schon irgendwas anderes guten gerne. Ich nehme noch einen zweiten Tipp. Der Sandsack in der Mitte des Ballons ist der wichtigste von allen. Stell doch einfach mal den 1-Kilo-Sack dorthin und prüfe, ob dich das irgendwie weiterbringt. Siehst du mal, der Einer, okay? So, den Rest werde ich jetzt mal noch selber probieren kurz, ob ich da jetzt drauf komme. Also C hat er jetzt richtig verschissen, weil C hat 3 und 1. Das heißt, C braucht mega viel. Also am besten die 8 und die 7 sogar, würde ich sagen. Dann hat C jetzt nämlich immer noch nur in Anführungs... Ja gut, aber das ist trotzdem ziemlich viel. Hat jetzt 18. Nee, 19. Das ist zwar... Das ist sogar ein bisschen weniger als der Schnitt von gerade eben. Gerade eben hatten wir auch oftmals irgendwas mit 20. Aber jetzt ist ja die 1 in der Mitte, weswegen jetzt jeder 4 weniger hat. Deswegen ist dann vielleicht sogar 7, 8 doch zu viel. Ich mach mal trotzdem noch weiter. So. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass jetzt C mit 19 passt, muss B auch auf 19 kommen. Er braucht also noch 9 weitere. Und das schaffe ich zum Beispiel mit 4 und 5. Und ich will die 5 eher zu A hinpacken, weil A nur die 7 hier hat und D aber schon die 8 dafür. Ja, zwischen A und zwischen D passt jetzt nicht. Weil D hat da auf jeden Fall... Obwohl, nee, es passt doch. So nämlich, oder? Habe ich sie jetzt? Warte mal. So, C hat 19. D hat... Ah, nee, D hat nur 15. A hat 19. Und B hat auch 19. Aber D, warum hat denn D so verschissen? The fuck? Okay, also das bei C 7 und 8, das ist aber auch Quatsch. Da mache ich mal die... Aber die 8 will ich doch schon hinpacken. Die 8 schon. Die 8 und die 5 mache ich dann mal. Dann hat jetzt nämlich C insgesamt 17. Und das ist deutlich realistischer, dass alles vielleicht 17 bekommen oder sowas. So. A hat momentan noch 19. Was natürlich viel zu viel ist. Ja gut, viel zu viel ist auch übertrieben, aber auf jeden Fall zu viel. Also B muss ja auch auf, was habe ich jetzt gesagt? Auf 17 habe ich gesagt, ne? Genau, auf 17 kommen. Das heißt, also B braucht noch 7 weitere. Und zwar... mit 1... Ne. 7 weitere gehen schon gar nicht mehr, wenn ich es so annehme, dass hier 5 und 8 liegen, weil ich kann da gar keine 7 mehr bekommen. Das ist schon schlecht. Ja, nee, ich brauche noch einen Tipp. Es tut mir leid, aber das ist zu viel Rumprobiererei für mich. Also, ich könnte es jetzt nach einer gewissen Zeit lösen. Ja, aber ich will noch andere Sachen in den Part schaffen. Hast du den 1-Kilo-Sack in die Mitte? Ja, habe ich. Dann solltest du als nächstes versuchen, um jeden Punkt ein Gewicht von genau 17 Kilo zu erreichen. Okay, es sind also 17. Aber das ist ein sehr wichtiger Tipp, weil jetzt habe ich nicht mehr viele Möglichkeiten. Weil wenn ich hier 5 und 8 mache, dann geht's nicht, weil ich jetzt um B... Also, weil ich bei B jetzt keine 17 mehr hinbekomme überhaupt. Weil ich... keine 3 und 4 mehr übrig habe, keine 5 und 2 und keine 1 und 6 mehr. Das sind ja die einzigen Kombinationen, die ich für 7 habe, deswegen 5 und 8 geht da gar nicht bei C. Deswegen muss ich was anderes machen, zum Beispiel 6 und 7. Mach ich das mal. So, bei B muss ich jetzt wieder eine 7 schaffen und das geht diesmal mit einer 5 und 2 nämlich.
Und zwar hier so. So, ist es das? Nee, ist es nicht. Bei A habe ich viel zu viel. Also bei C habe ich 17. Bei D habe ich 14. Bei B habe ich auch 17, das habe ich ja extra so gemacht. Genau. Und bei A habe ich 20 sogar. Bei D 14. Hier so. Ne, jetzt habe ich bei D 18, das gibt's doch nicht. Und bei A habe ich nur 16. Ach, Mann. Ach, wie doof. Ja, aber das Problem. Ja, das ist aber doof. Das ist richtig doof. Hä? Ich bin jetzt aber irgendwie dann doch verwirrt, weil, ich meine, wenn ich die 1 in die Mitte packe und bei C eine 17 drumherum haben will, habe ich da gar nicht so viele Möglichkeiten. Also mit 6 und 7 geht das. Oder eben mit 5 und 8. Aber 5 und 8 haben wir gerade eben gesehen, das kann nicht klappen. Und 6 und 9 geht eh schon nicht mehr, weil die. Plötzlich nicht 6 und 9, sondern 4 und 9 meine ich, weil die 9 schon weg ist. Die darf ich ja eh gar nicht mehr verschieben und 10 gibt es ja schon gar nicht mehr. Deswegen, es muss eigentlich 6 und 7 sein. Aber wenn ich das so rum mache, das macht doch keinen Unterschied, oder? Wenn ich das hier vertausche. Macht das einen Unterschied, wenn ich das so rum mache? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht müssen wir einfach noch die restlichen halt hinkriegen. Also nochmal, bei B muss ich auch 17 hinbekommen. Und das geht nur mit der 5 und 2 noch. Wenn ich jetzt die noch anders hinpacke, wenn ich die 2 nach oben zu A packe, dann habe ich... Ja, da komme ich auch nicht auf 17. Wenn ich die 5 zu A packe, dann komme ich auf 17. Jetzt habe ich's. Okay, so ist es. Mann, ey, was ein Käse schon wieder. So, nochmal, bei C haben wir 7 plus 1 plus 6 plus 3 und das macht 17. Bei D haben wir 1 plus 6 plus 8 plus 2 und das macht 17. Bei B haben wir 1 plus 2 plus 9 plus 5 und das macht 17. Bei A haben wir 7 plus 1 plus 5 plus 4 und das macht 17. Passt. Mein Gott. Also mal sehen. Das war vielleicht wieder was. Eieiei. So, hätte man das auch. Gut gemacht. Das Gewicht um die Punkte herum musste jeweils 17 Kilogramm ergeben. Es macht aber irgendwie trotzdem, ehrlich gesagt, wenig Sinn, dass der Korb so ganz im Gleichgewicht ist, weil das ist er nicht. Weil er auf der rechten Seite schon an sich ein bisschen mehr Gewicht lastet. Also auf der linken ist, ja, so ein bisschen zumindest. Ja, ich weiß, also das Ding ist auf jeden Fall nicht zu 100% im Gleichgewicht. So halb, aber ist ja auch egal, ne? Ist ja nur hier ein Rätsel in einem Videospiel. So. Und Ballerina Sparkle haben wir bekommen. Kra, kra, kra. Nachdem du schon so lange wartest, hast du dir eine Pause wirklich verdient. Krä? So, dann hätten wir, behaupte ich mal, auch Alsumnia soweit erstmal abgeschlossen. So, und jetzt, was ich schon angekündigt habe, ich will noch auch mal kurz nach Hochland zurück, weil ich eben da noch ein Rätsel verpasst habe, das ihr mir schon geschrieben habt, dass ich da noch mal nachgucken soll. Und dann im nächsten Part, das habe ich ja auch gesagt, will ich auf jeden Fall noch die Walnussbahn machen. Wo ich auch einfach mal vielleicht den ganzen Part dafür einrechne, weil die ja auch schon schwieriger werden. Aber ich glaube nicht, dass wir da den ganzen Part brauchen werden. Ich werde dann nämlich danach noch ein bisschen das Pré-Apporté machen, weil da fehlt uns ja auch noch einiges. Da fehlen uns noch 6 Modewünsche, glaube ich. Und die will ich eigentlich auch noch jetzt so ein bisschen abarbeiten, dass wir die auch nicht alle auf einmal dann nach der Story machen müssen oder so. Deswegen im nächsten Part also noch nur Minispiele, Walnussbahn und, wenn wir noch Zeit haben, Pré-Apporté. Und beim übernächsten Mal dann definitiv, 100%ig, das verspreche ich euch, starten wir, oder was heißt starten, machen wir weiter mit der Story und da freue ich mich auch schon wirklich riesig drauf. Aber auch so Rätselzeug, das mag ich ja auch gerne, es muss halt, wie gesagt, sein für 100%. Das ist halt der Nachteil für 100%, aber dafür ist es halt auch 100%. So. Und zwar, ich weiß es schon genau wo, hier vor der Windmühle von Julian nämlich, da ist nämlich irgendwo ein Schmetterling. Und der hat ein Rätsel für mich und das habe ich nicht gesehen damals, keine Ahnung warum. Also das hätte ich bestimmt später noch gefunden, wenn ich nach der Story nochmal alles nachgeholt hätte, weil da hätte mir das Eichhörnchen das ja auch bestimmt angezeigt, wenn ich da schon alle 10 Walnussbahnen gelöst hätte. Aber ich wollte es halt trotzdem gleich jetzt machen, weil ich halt jetzt eben noch die Gelegenheit dazu hatte. Schauen Sie mal dort, Emmy, ein Schmetterling! Oh, Luke, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich kenne eine tolle Methode, um Schmetterlinge anzulocken. Aber sag mir nicht, dass jetzt wieder dieses eine Rätsel kommt mit dem Nektar da, der zu süß ist und auch nicht zu süß. 75 goldener Falter, doch tatsächlich. Wirklich, der Quatsch wieder? Ach Gott, ey, das wird... irgendwie in dem Part haben wir ziemlich viel Rumprobierrätsel, habe ich so das Gefühl. Naja. Mixe 5 Maßeinheiten dieser 3 fruchtigen Zutaten und kreiere einen... ich habe nur 3 Zutaten diesmal, okay. Einen süßen Saft, mit dem du einen goldenen Schmetterling anlocken kannst. Jede der Zutaten hat einen anderen Süßegrad. Die Mischung zu süß zieht sie Bienen an, bla bla, von jeder Zutat, bla bla.
Ach so, von jeder Zutat musst du mindestens eine verwenden. Ah, okay. Nur wenn du das tust, dann bla bla, okay. Ja, schon ein bisschen komplizierter. Also das heißt, also ich darf nicht mal hier sowas machen? Ah doch, darf ich schon, okay. Aber es ist einfach nur ein Tipp quasi, der mir gegeben wurde, der mir sagt, es klappt anders gar nicht, so ziemlich. Okay, auf jeden Fall, hier, bei dem kommt eine Biene, wenn ich den fünfmal nehme, bei dem... Hä, was? Warum kam jetzt der goldene Schmetterling schon? Ich bin verwirrt. Das heißt, dass der Süßegrad quasi von dem Ding schon passt. Aber es stimmt trotzdem nicht, weil ich ja jeden einmal verwenden muss, quasi. Oder wie? Da bin ich jetzt verwirrt. Was kommt denn hier? Da kommt ein Käfer. Ja, das heißt, ich meine, der hier passt, genau. Das heißt, ich nehme einfach dreimal den hier. Und dann, der ist zu süß, der wird aber neutralisiert durch den, der ist nämlich nicht so süß. Und dann habe ich schon. Ja, wow. Was? Oh Mann. Also mal sehen. Also irgendwie, ich weiß nicht, diese Falterrätsel da. Ist irgendwie etwas komisch. Ich meine, das andere war auch schon komisch, aber das war jetzt noch komischer. Naja. Saftstark, endlich gehörst du zu den Auserwählten, die dieses seltene Exemplar zu Gesicht bekommen haben. Yay, ich darf mich toll fühlen oder so. Das ging sogar zu schnell, das Rätsel tatsächlich, weil ich habe es gedacht, das würde den Part noch füllen oder sogar Überlänge beschaffen, aber nee, das ging extrem schnell. Naja. Oh, dieser Schmetterling ist so nah, wir könnten ihn mitnehmen. Ja, und dann? Schmetterlinge sind keine spannende Haustiere, weißt du? Ja, aber zum Anschauen schon, aber viel machen tun die jetzt nicht, das ist richtig, außer rumfliegen. Gut, dann wäre es auch gewesen. Wo will ich jetzt eigentlich noch hingehen? Ja, am besten vielleicht, dann machen wir den ganzen nächsten Part einfach in der Bostonius. Will ich noch da irgendwo hinfliegen an einem bestimmten Ort? Ja, ich will an einen wichtigeren Ort fliegen, sage ich mal, als jetzt hier Hoogland. Ich fliege einfach mal nach, ich glaube, ich fliege mal nach Greymoor, weil wir müssen wahrscheinlich eh, nachdem wir die Aurasteine aktiviert haben nach Greymoor, nochmal in die Kuppel zurück und da irgendwas machen, würde ich mal vermuten. Deswegen fliege ich da einfach gleich schon mal hin. Genau. Aber beim nächsten Mal, wie gesagt, noch nicht mit Aurora sprechen. Ich weiß, ich bin mega fies, dass ich das so lange nicht mache, obwohl wir es schon ewig lang könnten. Aber macht es halt so mehr Sinn, finde ich. Deswegen beim nächsten Mal gibt es dann eben noch Minispiele, und zwar die 9. Walnussbahn auf jeden Fall. Die schließen wir auch definitiv ab, wenn ich in der halben Stunde nicht draufkomme und dann danach eine weitere halbe Stunde oder so auch wieder nicht drauf kommen, werde ich auch wieder im Internet nachschauen. Ich hoffe es aber nicht, weil die Walnussbahnen werde ich eigentlich schon selber drauf kommen. Weil die sind nicht so schwierig wie die Blumengärten zu 100%. Und dann eben noch im Pré-Apporté auch ein bisschen was machen beim nächsten Mal. Da haben wir, wie gesagt, auch noch einige Modewünsche. Von 5, 6, 7, 8 und Nummer 1 auch noch. Nummer 1 war, glaube ich, Mona hieß du, ne? Genau. Weil bei Mona habe ich ja das auch noch nicht. Habe ich eigentlich, warte mal, ich will mal noch kurz was nachgucken. Habe ich eigentlich mittlerweile alle Dinger... Ja, nicht ganz. Okay. Mir fehlt noch ein Accessoire und ein Rock oder eine Hose oder wie auch immer. Okay, das heißt, dass ich von zweien den Wunsch noch gar nicht erfüllen kann. Weil ich habe nämlich mittlerweile dazu auch ein paar mehr Sachen geschrieben. Und zwar ist es so, dass wirklich immer nur eine Kombination richtig ist. Ich habe mich ja gefragt, ob vielleicht auch mehrere Kombinationen möglich sind. Aber nee, es muss wirklich der perfekte Hut sein und das perfekte Oberteil, perfekter Rock, Hose, perfekte Schuhe, perfektes Accessoire. Nur dann ist diejenige zufrieden. Und, nee, okay, hier hab ich doch alles, weil ich das noch bei ihr hatte, okay. Auf jeden Fall, hier fehlt mir noch was. Also von einem kann ich den Modewunsch nicht erfüllen, aber ansonsten von allen anderen schon. Und was auch ein bisschen komisch ist beim Pré-Apporté, ist die Tatsache, dass es einfacher wird, je weiter man kommt. Denn wir können sehen, dass das hier eben schon die eine trägt, habe ich den Namen vergessen. Und dann noch hier, oh, ich bin so schlecht im Namen merken, die Mutter von Luke halt, ne? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, keine Ahnung. Die trägt es eben auch schon, deswegen fällt das schon weg, weil es gibt da auch keine Überschneidungen oder so. Deswegen gibt es ja auch genau 8 Gegenstände immer pro Abteil. Und deswegen wird es einfacher, je weiter wir kommen, weil wir dann weniger Auswahlmöglichkeiten haben. Weil für die nächste haben wir hier schon nur noch 6 Möglichkeiten, genauso wie hier und hier und hier und hier. Und danach nur noch 5 Möglichkeiten, dann nur noch 4, nur noch 3 und so weiter. Deswegen wird es tatsächlich einfacher sogar, das Minispiel, je weiter man kommt, was ein bisschen komisch ist. Aber, na gut. Ja, ich will zurück. Wie hieß du jetzt nochmal? Brenda. Ich bin so schlecht im Namen merken. Es tut mir leid. Naja, egal. Dann würde ich aber sagen, Leute, war es das für diesen Part von Let's Play Professor Layton und das Vermächtnis von Azlan. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier mit Minispielen weitergehen wird. Und dann vor allem hoffentlich beim übernächsten Mal, wenn es endlich mal mit der Story weitergehen wird. Und ich freue mich, habe ich schon eine Million Mal erwähnt, ich weiß aber trotzdem, ich kann es nicht oft genug sagen, ich freue mich schon riesig drauf, was dann passieren wird, Aurora. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.